Für Iris Klein ist ein Comeback ausgeschlossen. Die Reality-TV-Teilnehmerin hatte ihrem Mann Peter vorgeworfen, sie in Australien mit der Schauspielerin Yvonne Wölke betrogen zu haben. Danach machte sie Chatverläufe öffentlich, in denen sich die beiden ihre Liebe gestanden hatten. Nun haben sich Peter und Iris nochmal getroffen, um über ihre Zukunft zu sprechen. Dabei kam heraus, dass sie endgültig getrennte Wege gehen wollen. In ihrer Instagram-Story berichtete die 55-Jährige, Peter bleibt aktuell auf der Mietfinca. Die kostet 3000 Euro Miete. Die zahlt er in Zukunft alleine, denn ich habe jetzt eine andere Wohnung. Sie hätten sich zum Essen getroffen und alles zu klären. Er möchte auch alleine bleiben. Er möchte keine Ehe mehr retten, erklärte Iris. Es gehe ihm und dem einst gemeinsamen Hunden gut. Doch das war nicht alles. Peter und ich werden uns definitiv scheiden lassen, stellte Iris klar. Er wolle seine Freiheit und seine Frauen. Ihr wisst ja, er ist gerade so verliebt in diese Yvonne. Führte die einstige das Sommerhaus der Stars-Bewohnerin weiter aus. Dabei sei sie bereit gewesen, ihm alles. Thank you.